Michi, cool, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Michi. Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über meine Rückkehr nach Südafrika sprechen, denn in 2 Wochen werde ich schon wieder am anderen Ende der Welt sein und wie ich die Reise geplant habe, warum ich die Reise trotz der aktuellen Maßnahmen antreten werde und was das alles für dich bedeutet, das erfährst du in der heutigen Folge. Ich freue mich schon so sehr, also schnall dich an und auf in den südafrikanischen Dschungel. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wie du vermutlich mitbekommen hast, geht es für mich am 7.3. zurück nach Südafrika. Erstmal kleiner Disclaimer, alles unter den Corona-Maßnahmen, unter AHA-Regeln, unter weiß ich nicht, was da noch alles ist. Marc und ich, wir werden hier in Deutschland einen Test machen. Wir werden vor Ort bei Ankunft getestet. Wir werden dann mit Privat-PKWs, die wir gemietet haben, von Station zu Station fahren, um nicht in Kontakt zu kommen, um nicht dem Risiko ausgeliefert zu sein, uns irgendwo bei der Weiterreise anzustecken. Und wir werden natürlich vor Ort alles einhalten. Das Gleiche gilt bei unserer Rückreise. Wir werden Corona-Tests machen, wir werden in Quarantäne gehen, wir werden noch am Ende der Quarantäne-Tests machen. Und werden uns einfach an alles halten, um das Risiko einer Ansteckung und einer Ansteckung von anderen so gering wie möglich zu halten. Wir haben uns dennoch entschieden, jetzt nach Südafrika zu reisen, weil die Hütte brennt. Ich kann es jetzt nicht anders sagen, aber die Hütte brennt. Vor Ort sind Stationen, die haben seit einem Jahr keine Helfer mehr bekommen. Vor Ort sind Stationen, die seit einem Jahr keine finanzielle Entlastung mehr durch Organisationen bekommen haben, die nicht gerade ein Patenschaftsprogramm aufgebaut haben wie wir. Vor Ort sind Stationen, die Tiere nicht mehr aufnehmen können, weil sie kein Geld haben. Und das bedeutet für die Tiere, dass sie sterben. Und ich weiß, dass diese Pandemie schrecklich ist. Ich weiß, dass wir unser Bestes dafür tun sollten, Menschen zu schützen. Ich weiß, dass wir nicht leichtfertig mit Freunden feiern gehen sollten oder uns mit 20 Leuten oder 5 Leuten auch nur zu Hause treffen, ohne darüber nachzudenken, was für Folgen das hat. Aber ich habe sehr, sehr lange über die Reise nachgedacht und ich habe sehr, sehr lange über die Folgen nachgedacht und ich habe sehr, sehr viel mit Leuten gesprochen und das Risiko abgesprochen. Und wenn ich dahin fliege, wenn ich mich hier testen lasse, wenn ich hier erstmal vorher 2 Wochen lang keinen treffe, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich bin nur noch zu Hause, abgesehen jetzt vom Einkaufen, wenn ich niemanden treffe, wenn ich mich testen lasse, hier vor Ort nur mit Mietwagen umherfahre und in den Stationen arbeite, ohne aus diesem geschützten Stationenraum rauszugehen, zurückkomme, am Flughafen A, am Flughafen B getestet werde, in Quarantäne bin und dann nochmal eine Testung durchlaufe, ist das Risiko verdammt, verdammt gering. Und was mich an belastet hat, ich habe entlastet hat, ich habe eine super coole Hausärztin, die dann einfach zu mir sagte, sagt ja natürlich Frau Schreiber, Sie machen sich da ganz schön viele Gedanken, aber dann dürften Sie auch nicht mehr einkaufen gehen. Mittlerweile sind die Sicherheitsvorkehrungen wirklich gut. Ich rate niemandem dazu, eine touristische Reise zu machen, aber wenn Sie vor Ort arbeiten, dann ist das in Ordnung. Und dafür sind die Maßnahmen ausgelegt und dafür ist genau das erstellt worden. Ein Programm, was einem trotzdem ermöglicht zu reisen, wenn es notwendig ist. Und ich saß dann irgendwie da und es war tatsächlich irgendwie das, was ich gebraucht habe. Das, was ich irgendwie hören musste. Vielleicht auch die Erlaubnis, vielleicht auch von dem Mediziner, der mir sagt, es ist okay, halte dich dran, nimm die Maßnahmen ernst, aber dann ist es wirklich vertretbar, dann ist das Risiko gering. Und ja, das ist der Grund, warum wir jetzt erstmal reisen und auch die Tatsache, dass ich mir halt vorher viele, viele Gedanken gemacht habe, weil mir das einfach ganz, ganz wichtig zu betonen ist, ich verliere nicht, weil mir die Primaten, der Tierschutz so wichtig ist, alles andere aus den Augen. Aber genauso wenig hoffe ich, dass wir alles andere aufgrund der Pandemie aus den Augen verlieren. Denn es gibt noch ganz, ganz viele andere, ja, Punkte, Brennpunkte. Und auch da müssen wir das Feuer löschen. Und deswegen, um das Feuer zu löschen, fliege ich zurück nach Südafrika. Marc, mein Mann, wird mich begleiten und wir werden 6 Wochen vor Ort sein, von Anfang März bis Mitte April, also 6 Wochen.
und werden vor Ort in drei verschiedenen Stationen arbeiten. Und die erste Station, in der wir mitarbeiten werden, wir holen euch natürlich immer mit hinter die Kulissen, ist eine Station, in der Neuweltaffen und Halbaffen in Südafrika aufgenommen werden. Das sind Primaten aus illegaler Tierhaltung. Das heißt, Menschen, die sich Primaten leider als Haustiere gekauft haben, denn sowohl Neuweltaffen als auch einige Halbaffenarten sind nicht in Südafrika heimisch und werden deswegen in dieser Station aufgenommen. Und sofern sie nicht in ihr Heimatland zurück gebracht werden können, um dort ausgewildert zu werden, bleiben sie auch ein Leben lang in der Station, wo sie aber gut versorgt werden. Das ist die erste Station, da freue ich mich schon total drauf, weil da ist ein Kater, das sind die Primaten von Madagaskar, also die mit dem Kringelschwanz. Und diese zu sehen, da freue ich mich so sehr drauf. Es werden Tamarine da sein, es werden Totenkopfäffchen da sein, also tatsächlich diese wunderschönen Primaten, die leider, 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 aber auch dafür gerade anfällig für Haustierhaltung sind. Und das ist die erste Station, die wir besuchen, prüfen und bei positiver Prüfung unterstützen werden. Sowohl finanziell in Form des Patenschaftsprogramms, wenn Sie das wünschen, als auch in Form von Freiwilligenarbeit. Die zweite Station, die wir besuchen werden, ist mit Meerkatzen. Und Meerkatzen kennt ihr schon von meinen Bildern. Das sind die kleinen Süßen mit diesem helleren Fell und den türkisten Hoden. Das ist eigentlich das, was sich die meisten immer von meiner Seite über Meerkatzen behalten. Und das ist ein Rehabilitation Center. Das heißt, die Primaten, die dorthin kommen, sind Autounfalltiere, illegale Haustiere, verwaiste Jungtiere und. Und die werden da aufgezogen, aufgenommen und ausgewildert. Richtig, richtig schön, denn die sind nämlich auch in Südafrika heimisch. Das heißt, da ist eine Auswilderung auch möglich. Und der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, in mehrere Länder zu reisen und mit Menschenartigen zu arbeiten, ist der, dass das höchste Risiko geht einfach vom Flug und am Flughafen aus. Das heißt, wir möchten Flughäfen so viel wie möglich meiden und um in andere Länder zu reisen, hätten wir aber wieder Flughäfen besuchen müssen und wieder mehr hin und her fliegen. Und wir haben dann einfach gesagt, wir starten in einem Land, da sind wir dem Risiko der Ansteckung am Flughafen zweimal ausgesetzt beim Hin- und Rückflug und werden da aber auch gut getestet. Und zum anderen ist es natürlich schon aufwendig, kompliziert und stressig genug, wirklich alle Maßnahmen eines Landes im Blick zu haben, beziehungsweise zwei Länder. Und mehr Länder würden nur mehr Stress, mehr Chaos und mehr Eventualitäten bedeuten, auf die man sich manchmal halt einfach nicht einstellen kann. Und warum wir dieses Mal keine Schimpansen besuchen, ist einfach der Grund, dass Schimpansen super, super anfällig für Krankheiten von uns Menschen sind, sei es jetzt Corona oder auch andere. Aber die Sterblichkeitsrate bei den Menschenaffen und den Menschenartigen, wenn man Gibbons noch dazu zählt, ich rede jetzt nur von Gorillas und Schimpansen, deswegen sage ich Menschenaffen. Die Sterblichkeitsrate bei Menschenaffen ist häufig noch höher als bei Menschen bei so Pandemien. Und deswegen haben wir uns einfach dagegen entschlossen, dieses Mal mit Menschenaffen zu arbeiten, um da wirklich niemandem, einer Gefahr auszusetzen. Und hoffen halt einfach aber trotzdem, dass wir es so bald als möglich nachholen können. Und ja, sind auch schon in Kontakt mit ganz, ganz wundervollen Stationen. Also ja, für dich heißt das jetzt erstmal, du kannst ab Sommer diesen Jahres mit Neuweltaffen arbeiten, mit Halbaffen, mit Altweltaffen, Meerkatzen und Pavian. Und ja, ich werde auch nochmal eine Liste hier drunter machen, sodass du die mal nachgoogeln kannst, welches Tier so oder welche Primatenart dir vom Aussehen am meisten zusagt, welche vielleicht dein Herz erobert und dann auch schon mal für dich auf die To-Do-Liste schreiben, in Anführungszeichen oder ins Vision Board kleben, welche Primatenart du einfach unterstützen möchtest und welchen Schutz von Primaten du einfach aktiv oder finanziell, ja, wo du dazu beitragen willst. Genau, das waren einfach alle Infos zur Reise. Mir war das irgendwie ganz wichtig, das mit euch zu teilen. Ich habe das zwar schon immer live gemacht, aber auch nochmal hier im Podcast wirklich das klare Statement dazu abzugeben. Wir geben unser Bestes, wir haben alles im Blick und wir nehmen sowohl die Pandemie als auch alle anderen Probleme rundherum sehr, sehr ernst. Und genau deswegen haben wir uns einfach für die Rückreise entschieden und ja, machen wirklich alles erdenklich Mögliche, um kein Risiko darzustellen. Das war's. Ich werde auf jeden Fall aus Südafrika auch einige Lives aufnehmen. Ich werde aus Südafrika neue Podcast-Folgen aufnehmen. Das heißt, der Podcast schläft während der Zeit nicht. Und ich werde dich immer auf dem Laufenden halten, auch auf Instagram at Michis Wildlife, wo du mich dann finden kannst, wo du die Besuche der Station, die Prüfungen live mitverfolgen kannst, wo du dann vielleicht auch schon siehst, oh mein Gott, in dieses kleine Äffchen habe ich mich verliebt. Oder genau da möchte ich auch mal hin. Das heißt, folg mir da auf jeden Fall, wenn du sehen willst, wo es überall hingeht. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den
Podcast bewertest, wenn du uns eine 5-Sterne-Rezension da lässt, hier auf iTunes und mir vielleicht sogar einen süßen und lieben und wundervollen Kommentar schreibst. Ich freue mich so, so sehr und ich lese die wirklich alle. Und ja, wenn du Fragen zur Rückreise hast, wenn du Fragen an mich hast, dann schreib sie mir super gerne unter den heutigen Post. Und ansonsten habe ich noch eine Bitte an dich, und zwar die, dass wir aktuell bei einer Förderung mitmachen. Und vielleicht hast du davon schon gehört, wir haben uns bei der Wachsende-Kalender für eine finanzielle Unterstützung beworben. Und alle Leute, die bei der Wachsende-Kalender oder Primosa bestellt haben, können abstimmen, können für uns stimmen. Und die Abstimmung findest du hier in den Shownotes. Und du würdest uns einen unendlichen Gefallen tun, wenn du uns deine Stimme schenkst. Du würdest uns einen unendlichen Gefallen tun, wenn du unser Projekt teilst und du vielleicht auch nur einen einzigen Menschen findest oder gar keinen Menschen, der da bestellt hat, aber dieser eine Mensch oder einer von den Menschen, an die du es geschickt hast, es weiterleitet und niemand findet denn. Es kommt da wirklich auf die kleinsten Stimmen an, weil nur die Kunden, ja, nur die Kunden abstimmen können und ja. 5 Stimmen mehr würden schon dafür sorgen, dass wir vermutlich gefördert werden und die finanzielle Unterstützung wird vor Ort einfach gerade mehr denn je benötigt, damit eben, ja, keine Tiere mehr in Anführungszeichen nicht aufgenommen werden können und deswegen vielleicht sogar sterben. Ja, es ist eine verrückte Zeit, aber ich freue mich umso mehr, in 2 Wochen wieder vor Ort zu sein, selbst mit anpacken zu können und alles dafür zu geben, dass einfach jede einzelne Seele gerettet wird. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich verlinke dir alles hier in die Shownotes. Ich bin dir unendlich dankbar, wenn du es irgendwie auf irgendeinem Weg mit allen Menschen teilst, die du kennst und wir einfach noch ein paar Leute finden, die uns ihre Stimme geben und ja, damit den Affen ein Leben in Freiheit schenken. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich drücke dich von Herzen. Ich freue mich, von dir zu lesen und sei frech wie ein Affe. Deine Michi.